Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Puh. Ich werde gerade nochmal schnell Müll rausbringen. Und mir ist aufgefallen, ich erwarte ein Paket. Es kommt auch heute und es ist auch gerade, also zwischen 13 Uhr und 16 Uhr. Ja! Problem ist, ich bin jetzt in dieser Zeitzone und ja. Ich hoffe, dass ich wenigstens diese eine Folge noch aufnehmen kann. Ohne dass jetzt jemand kommt. So, sagt die Map schon irgendetwas? Nein, es ist also sehr wahrscheinlich, dass dort nichts ist, aber das wissen wir natürlich erst hundertprozentig, wenn wir mindestens an unserem vorgegebenen Punkt sind. Ja, ich schätze, hier ist nichts. Ja, Map sieht es genauso. Und dann können wir jetzt zu den Fragezeichen gehen. Das eine wird wahrscheinlich die Markierung für die Stadt sein. Oder das Dorf. Entschuldigung. Beim anderen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ein Lagerhaus, vielleicht das Haus des Anführers. Wo mir übrigens zwischen den Folgen aufgefallen ist, ich habe ein bisschen geguckt. Auf der Map, und zwar in Korinth, glaube ich, war es, haben wir das Haus des Anführers überhaupt nicht gemacht. Und gut, wir müssen sowieso später nochmal nach Korinth. Ich hoffe, es war Korinth. Da uns da ja noch ein Kultisten-Hinweis entgangen ist. Den man angeblich kaufen kann. Keine Ahnung, wer so blöd ist und Kultistenhinweise verkauft. Ich meine, hallo? Damit bist du doch auf der Abschussliste ganz oben. Sobald das rauskommt zumindest. Ach, das hier ist nicht mal wirklich eine Stadt, oder? Doch. Eine Art Fischerdorf und die haben ein Lagerhaus. Komm keinen Schritt mehr! War kein Schritt. Beim Essen gemeuchelt. Mein Loot! Athena Kampfhandschuhe. So, aber hier ist bestimmt noch ein Schatz. Sogar zwei. Oh!
Guck dich. Haben wir. Tja, Makedonien, du bist auch fertig. Wer hätte das gedacht? Wäre da ein Fragezeichen, hätten wir es entweder von hier aus gesehen oder jetzt von hier aus. Gut, ja, für uns geht's dann wohl nach Bojotien. Worauf wir alle richtig Lust haben. Es ist einfach nur mit dem Schiff rübersegeln, das ist zum Glück kein Weg. Tja, 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 Bojotien, wir haben uns so lange davor gedrückt, was bestimmt totaler Blödsinn war. Weil es halt so eine riesige Landmasse war, aber ich glaube, wir haben ja insgesamt ganz andere Landmassen gemacht und auch viel mehr Inseln, die insgesamt wahrscheinlich das Fünffache geben würden an dem, was wir nachher in Bojotien finden werden. Naja. Aber jetzt ist es soweit. Bojotien ist das vorletzte Land, sage ich mal. Kann man das Land nennen? Ich weiß es nicht. Staat. Der vorletzte Staat. Also Naxos haben wir natürlich noch, aber da kommen wir ja so oder so hin, wegen der Hauptstory. Aber sonst haben wir dann alle. Und alle auch perfecto grande abgeschlossen. Abgesehen von hier. Ja, es war Korinth. Ist Korinth? Nee, es ist Argos. Argos war es. Wo war denn Korinth? Korinth ist hier oben. Na gut, aber nach Korinth müssen wir. Dann können wir auch nach Argos. Aber ja, jetzt ist erstmal Bojotien dran. Da können wir eigentlich direkt den Segel klar machen. Gib den Kurs vor, Kapitän. Hab ich schon. Zumindest auf meiner Karte. Wie die hab, weiß ich nicht. Ja, ein paar Piraten. Haltet euch bereit! Der da sieht irgendwie wichtig aus. Die Lapetos, leichte Alpha-Triere. Auf geht's! Himmelsferse war das aber nicht. Du wollt euch also anmischen. Daneben ist das gar nicht. Der Labyrinth. Was? Nur 199 Holz? Das ist ja mal low. König Minos beauftragt den Architekten Diadalos, einen Irrgarten zu errichten oder Labyrinth, wie die Gelehrte Herodotos es nannte. Dort lebt der furchterregende Minotaurus, der schließlich vom Helden Theseus besiegt wurde.
wir haben weder das Geld noch die Smaragde dafür. Hier brauchen wir nur Geld. Und hier auch. Hoffentlich bringt uns die Hauptstory das, was wir brauchen. Ja, das Schiff da sieht auch sehr interessant aus. Die Athena Trier, aber die wird auch nur Holz bringen. Brauchen wir nicht. Holz haben wir momentan echt genug. Uns fehlt es an Geld. Bojotien wird uns auf jeden Fall lange beschäftigen. Man muss auch dazu sagen, das Spiel neigt sich dementsprechend auch zu Ende. Ne? Muss man. Story ist ungefähr zu 50% fertig. Wir haben die ganze Welt erkundet. Die meisten Fragezeichen schon fertig. Außer vielleicht ein paar, die wir nicht gefunden haben. Noch nicht zumindest. Jetzt ist Bojotien dran. Unser vorletzter Kontinent, auf dem wir noch nicht waren. Das heißt, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt sind mit dieser hier. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele hochgeladen zu diesem Zeitpunkt, am 4. Februar. Wo ich aufnehme, das muss man sich mal reinziehen. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viel ich im Voraus produziert habe. Das Gebiet wird sicher gut verteilt. Ja, und ich spring voll rein. Okay. Viel los, aber ich bin zufällig genau da gelandet, wo keiner ist. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch sterben. Dieses Spiel. Ich hasse es, wenn in Spielen Tasten immer mehrere Bedeutungen haben. Weißt du, hätte man nicht einfach von vornherein... Warum muss das hier funktionieren, wenn ich Dreieck drücke? Wenn doch auch einfach nur gedrückt halten von vornherein gereicht hätte. Ich wollte doch gar nicht. Ich will nur den Schatz nehmen. Toll, sind sie alle wieder hinterher. Wie immer. Was zum. Wer war das? Wo ist eigentlich euer Boss? Der ist dahinter. Ich wollte doch nicht sein. Das war klar. Ah!
gar nicht vor, gegen euch alle zu kämpfen. Ich will nur noch den Schatz und dann bin ich schon weg. Anscheinend nicht. Wo ist euer Anführer? Wo ist euer Anführer? Ich muss euch eigentlich nicht alle töten. Ist auch nicht wichtig. Wer? Du vielleicht. Ah, du bist der Moss. Siehst du, deine ganzen Leute hätten am Leben sein können, wenn du mutig genug gewesen wärst. Tja. Oh, da kommen Wildschweine auf, die habe ich mal gar keinen Bock. Ich hasse Wildschweine in diesem Spiel. Echt nervig zu bekämpfen. Gibt es einen Alpha-Kevin? Schwein. Mann, wo kommt der denn jetzt her? Und, geh weg. Stimmt hier Alpha-Tierschwein. Es musste ja so kommen. Es musste ja so sein. Ich hau hier wieder ab, ey. Verdammte Wildschweine. Also wir nehmen es furchtlos mit Tausenden von riesigen Kriegern auf. Da muss doch ein Fragezeichen sein. Aber Wildschweine ist dann echt doch ein Ticken immer. Ist doch eine Herausforderung. Und wieder ein Boot, was mitten auf dem Wasser treibt. Aber keiner weiß warum. Ah, der Controller. Ich brauche neuen, Controller. Das halbe Jahr ist schon wieder um. Meine Controller gehen alle halbe Jahre kaputt. Also was heißt kaputt? Sie funktionieren noch. Aber es fangen immer so Kleinigkeiten an, wie wenn ich den Stick nicht berühre, also jetzt den rechten Stick zum Umschauen. Ich mach's jetzt mal selber, aber dann ist das immer so, ohne dass ich den berühre, dann dreht er sich selbst. Ist ja so ganz langsam, fällt jetzt nicht so viel auf. Aber das ist halt nicht so gut. Und es gibt auch schlimmere. Also das ist jetzt nur so ein bisschen, dass der Charakter sich umschaut. Es gibt auch, mit dem linken Stick ist es meistens viel schlimmer, in Spielen wie DayZ oder sowas, wo der dann einfach mal noch ein, zwei Schritte vorgeht.
Oder manchmal auch mehr. Es kommt immer darauf an, wie schlimm das gerade ist. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist. Ich habe bis heute nicht herausfinden können, warum meine Controller nach ungefähr einem halben Jahr alle dasselbe Leiden bekommen. Ich persönlich glaube ja, dass sich nach einem halben Jahr einfach so viel Dreck unter den Sticks gesammelt hat. Ich benutze ja eigentlich auch ja, 23 Stunden am Tag mindestens. Nein, keine Ahnung. Also sehr lange. Und ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt für diese Benutzung ausgelegt sind. Aber ich glaube manchmal einfach nur, dass es nur Dreck ist unter den Sticks. Aber ich kann einen Controller nicht auseinanderbauen. Oder besser gesagt, auseinanderbauen kann ich ihn schon. Das Zusammenbauen ist dann meistens die Herausforderung. Jetzt können wir eigentlich auch mal den Vogel noch mal einsetzen. Ach, gut, dass wir das machen. Das ist nämlich viel mehr, als man denkt mag. Soll da ruhig mal machen. Bist du ja? Wo ich eigentlich gar nicht hätte sehen dürfen. Sack. Hand eines Unbekannten. Ist immer schön, wenn einem helfende Hände gereicht werden. So ein Bär. Der kämpft nicht so sauber, wie man denken mag. Nicht, was er jetzt da markiert hat. Was? Nein! Oh, diese ekelhaften Moves von denen, das ist so schlimm. Ach.
wieder die ganze Scheißfestung nochmal machen. Die Speerleute sind die schlimmsten, weil die haben auch so eine Reichweite mit ihren Waffen. Da kommst du einfach nicht gegen an. Bin ich denn? Hä? Toll. Kommst du wieder rüber schwimmen? Boote auf offenem Wasser. Das macht keinen Sinn. Da sind keine Leute drauf. Warum? Ich muss erst dahin schwimmen, um dann dahin fahren zu dürfen. Das ist so sinnlos. Weißt du, wenn das mal ein Schiff ist, okay. Ist vielleicht abgetrieben. Passiert. Aber guck dir mal, hier sind ja alle Schiffe so. Das sind 4 oder 5 Schiffe. Da ist nicht mal eine Person drauf. So, und für 100 Meter kann ich das jetzt nutzen. Wow. Verdammtes Ubisoft. Ja, spring doch bloß nicht an die Wand. Wäre zu einfach. Mann. Entschuldigung. Danke. Jetzt musste ich wieder was markieren, was gar nicht markiert wird. Ah, dieses Spiel, ne? Also was das angeht, diese Mechanik mit dem Adler, ich hasse es. Ich weiß, kann mich gar nicht daran erinnern, dass es bei Origins auch so schlecht war. Yeah.
Schön, dass du dich hier so steckst. Und wieder ein Verkackter. Jo. Entschuldigung. Neue Schwachstelle für Athen. Oh Mann, was kann man denn so einem Schwein haben? Nein, ich hab nicht aufgepasst. Oh, wisst ihr was? Ich mach diese Festung jetzt außerhalb des Let's Plays und wir sehen uns dann, wenn das vorbei ist, weil ich raste sonst hier gleich aus. Also wirklich, ich bin auch echt wütend,
dass das so nervig ist. Und es liegt auch an meiner Müdigkeit. Extrem. Also, bis zur nächsten Folge.